Herzlich willkommen zu unserem neuesten Update-Video. Und Ella hat sich in den letzten 2 Wochen so gemacht, sie ist so offen geworden und lässt sich mittlerweile von jedem anfassen, ob Ella sie kennt oder nicht, also auch völlig Fremde. Das ist so schön. Hier auch das Putzen einfach mal von einer anderen Person. Super gut, sie entspannt dabei. Richtig schön. Wir hatten auch unsere erste Osteobehandlung. Das hat sie auch sehr genossen. Und auch mit dem Hufegeben sind wir ein großes Stück weitergekommen. Da hatte sie tatsächlich eine ganze Zeit lang so ein bisschen Probleme mit, nicht den Huf hochzugeben, sondern den halt einfach oben zu halten. Und das haben wir jetzt aber auch richtig gut geschafft. Und hier auch wieder völlig fremde Person für sie. Nimmt den Huf hoch, kratzt ihn aus. Man kann ihn mit einem Finger halten. Also richtig schön. Das hat sie wirklich gut verstanden. Und dann konnten wir die Hufe auch das erste Mal bearbeiten. Und auch das Anbindetraining haben wir jetzt gestartet. Und das klappt wirklich richtig, richtig gut. Das sind alles Sachen, die wir jetzt in unseren Alltag mit aufgenommen haben. Und auch das Rausgehen, immer wieder auf dem Hof, auf die Wiesen rundherum, klappt wirklich gut. Hier haben wir sie das erste Mal gewaschen, von Kopf bis Fuß. Und das fand sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Das Verladen klappt gut. Wir sind gerade dabei, dass wir die Stange zumachen und die Klappe zumachen. Wir sind jetzt noch nicht gefahren. Ich habe das Gefühl, dass wir einfach noch nicht so weit sind, auch wenn sie es ja von früher auch schon kennt. Möchte ich das Ganze einfach noch mal in Ruhe aufbauen. Aber auch da kommen wir jeden Tag ein Stück weiter. Und wir bauen zusammen alles auf und ab. Heißt, dass ich die Desensibilisierung jetzt so ein bisschen mit dabei genommen habe. Und ich einfach viele Sachen mache, ohne groß auf sie zu achten, dass das Ganze einfach normal wird. Dann habe ich mich auch das erste Mal über sie drüber gelegt. Und das war ganz interessant. Also sie findet es noch sehr, sehr, sehr komisch. Und wir gehen da sehr kleinschrittig an das Thema, aber sie macht es mit und sagt, okay, ich probiere es mal. Wir haben ein so schönes Miteinander. Ich versuche zu schauen, dass ich sie nicht überfordere und zu gucken, dass sie wirklich genau versteht, was ich von ihr gerade möchte. Und sie gibt mir das alles zurück, indem sie immer probiert, das Richtige zu machen und viel nachzudenken, was ich gerade von ihr möchte, und lässt sich auf sehr viel ein.